Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Deltarune. Mal wieder ein neuer Versuch, die Kamera irgendwie einzustellen. Ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll funktionieren wird. Ja, wir probieren es einfach. Ich werde damit halt Charaktermodelle von den Texten, die sich unten abspielen, abdecken. Aber ich habe mir gedacht, das ist besser als so den Weg weiter oder sowas, you know? Ey, guck mal, Chris, noch so ein Scheißteil mit nur 3 Sitzen. Müssen wir wohl die Treppen nehmen. Nice. So, dann nehmen wir halt die Treppen. Luftballons sollen das, glaub ich, darstellen. Okay. Was zum Fick passiert hier? Warte, ich weiß, wie man das ausschalten kann, das Kraftfeld. Ihr müsst nur auf dem Schalter stehen bleiben. Ja, man sieht sich deck unten halt die Felder ab, aber ich denke, das ist okay. Okay, dann. Tschö, bitte. Da sind aber noch nicht alle betätigt. Nicht alles betätigt. Geil, jetzt deckt's Text ab. Irgendwann finde ich die beste Methode. Ich bin jetzt klein wie Scheiße, ich weiß. Aber wenn ich mich groß mache... vielleicht müssen wir alle in einen von den T-Dingern? Vielleicht. Ich meine, von der Definition her... möglich... Wir können's probieren. Tschö, Susi. Bin ich behindert? Das ist Noel. Aber wenn das wirklich die Lösung ist, muss ich sagen, ich hätte das nicht rausgefunden. Und ein Klicken ertönt. Yay. Ich hätte das nie im Leben ohne Ralsei's Aussage rausgefunden. Zum Fick soll man da auch drauf kommen. Ja, ich denke, die Facecam werde ich so lassen. Hier ist aber immer noch versperrt. Hier nicht. Wow. Ah, und den Schalter müssen wir auch drücken. Hey Chris, lass mich dir meine Heilung zeigen. Warte, so. Verdeck das Kampfmenü. Ich krieg Krämpfe. Ich bin halt eigentlich schon der Meinung, dass für dieses Projekt Facecam sehr sinnvoll und gut ist. Deswegen... Ich mein... Was? 100. Und ich kenne das Spiel. Das heilt so... so hart nur ein HP. Ich muss anscheinend getroffen werden. Das fanden sie super. Jetzt kann ich sie beide verschonen. Hui. Warum glaube ich nur, diesen Heal werde ich niemals nutzen? Warum nur? So, gewonnen haben wir. Ein paar Items brauchen wir auch. Haben wir jetzt einfach nur Feuerwerk bekommen. Also... Warum wart ihr alle in so einem Tee-Ding? Luftballons. Was? Vertrau mir. Bist gerade noch weggekommen. Okay. Dieses Spiel, Alter. Hier, Feuerwerke. Hui. Noch mehr Feuerwerke.
Die Feuerwerker sind aggressiv. Guck mal, wir machen Luftballons kaputt. Wow. Zwei habe ich. Jo, richtig Bock. Ah, ich habe endlich gerallt, wie das mit dem Mauszeiger funktioniert. Okay, die obere braucht noch was. So, die beiden sind weg. Ah, natürlich wurde ich noch gehittet. Nee, ich habe keine 32. Ich lasse die Facecam jetzt aber so, bevor ich hier noch Anfälle krieg. Warte, wo ist Noel? Sorry, ich hab noch nie Feuerwerke von Namen gesehen. Was, die Dinger? Hast du Angst? Wahrscheinlich. Vielleicht deswegen konnte ich nicht aufhören zuzugucken. Well, wir haben Luftballons zerstört, haha, Funny. Ja. Was zur Hölle ist das? Okay, ich brauche nur eine. Ich wollte gerade sagen, was zur Hölle ist denn das für ein Rätsel? 20? Verdammt, wir sind für immer hier. Vielleicht, wenn wir die Arbeit aufteilen? Hä? Ich lasse die Mäuse frei. Susi zerstört die Ballons, wenn sie oben ankommen. Und Chris, du fängst sie, wenn das geht, okay? Los! Oh Gott. Darf ich nicht eine verfehlen, oder was? Doch. Oh mein Gott, ich krieg an. Was ist? In dem Kapitel sind so oft einfach auf einmal irgendwelche weirden Minigames. So, gleich haben wir's. Und da haben wir 20. Ja, nimm das, ihr scheiß Mäuse. Schön, dass du ein Puzzle genießt, Susi. Na, vielleicht sind sie nicht so schlimm, wenn man sie so macht. Nicht bad, Noel, das war ein bisschen schlau. Danke. Vielleicht lasse ich dich nächstes Mal meine Hausaufgaben machen. Ah. Und 20. Gönn dir. Are you fucking... Oh. Den Eimer braucht man für das Loch. Ah. Guck mal, wir sind endlich bei der Fontäne. Es ist die Villa der Queen. Hä, warte, warum sind wir hier? Oh, hi. Chris, du hast Noel hergebracht. Ich wusste, unser Zusammenschluss war genial. Aber dooferweise heißt das, das war's damit. Noel, komm rüber. Aber ich... Noel, ich werde es nur einmal sagen. Unendlich mal. Das lese ich nicht vor. Noel, zögerst du? Das erinnert mich zu sehr an meinen Infounterricht. Also, wenn du nicht zuhörst, dann könnte ein bestimmter Vogel in
Säure ertränkt werden. Klingt nach einer Win-Win-Situation. Ich weiß ja nicht. Ich... Tut mir leid, Chris, Susi. Ich wünschte, ich hätte länger bei euch bleiben können, aber... warum nicht? Keine Sorge, Noelle. Alles, was bleibt, ist ein letzter Schritt. Hey, Queen, da bist du. Sorry, ich dachte... Ich hab dich in einem GameStore gesehen und... Oh, Noelle, bist du okay? Du siehst ein bisschen komisch aus. Okay, Plan B. Es war so klar. Hä? Was machst du? Ich sehe, ihr Wille muss wohl von Gewalt freigesetzt werden. Vielleicht, wenn ich ihr Gesicht zu einem Roboter mache? Aber du sagtest, du wirst das nicht tun, wenn ich... Variable Lügen auf wahr gesetzt. Ich dachte, wir wären beide schlau zusammen. Das ist unfair. Verständlich. Fairness aktiviert. Oh. Gut, dass ich die Dinger kalibriert habe. Du sagtest, ich könnte dir vertrauen. Du sagtest, du wärst ein Gamer. Birdly, ich spiele nur Mobile Game. Nein. Nein. Es kann nicht sein. Oh mein Gott. Der größte Plot-Twist in ganz Deltarune? Einer von euch müsste mir mit meinem Plan helfen. Und es wird Noelle sein. Der Rest von euch geht zu euren Zimmern. Und was ist mit mir? Oh, du bist immer noch hier. Ich habe nur 4 Gefängnisse gemacht. Ich habe absolut keine Ahnung. Interesting. Und was zum Fick... Dieser Screen. Wie mögt ihr eure neuen Räume, Leute? Sie sind perfekt an eure Interessen angepasst, wie ihr seht. Und das habe ich aus euren Internet-Suchergebnissen rausgefiltert. Ich glaube nicht, dass ihr gehen wollt. Ja, macht euch mit euren Umgebung vertraut und wartet, während ich die Welt beherrsche. Tschö! Chrissy, hörst du mich? Sieht aus, als gäbe es irgendwie einen Weg zu kommunizieren. Krass, ich habe wirklich an alles gedacht. Schnauze! Auf jeden Fall. Lass uns überlegen, wie wir hier rauskommen. Razzy, hast du irgendwelche Ideen? Hey, wo zur Hölle ist er? Verdammt, dieser Schrei! Chris, das muss er sein! Schnell, wir müssen nur irgendwie überlegen, wie wir rauskommen. Irgendwas, das du hier reingebracht hast, das uns helfen... Nein... Lancer! Hi, habt ihr mich vermisst? Weil ich euch vermisst habe! Lancer? Bist du das? Ich dachte, du hast uns verlassen! Nee. Ich mag's, Leute im Stich zu lassen, aber euch doch nicht! Oh, nicht das Bild! Ich hab mich nur in Chris' Hosentasche ausgeruht! Ja, und ich hab's alles gesehen. Hosen, was auch immer das zweite ist, verschiedene Items. Eine wilde Mom, die was? Ach nee. Oh. Ich hab das gerade dezent falsch gelesen. Ich dachte irgendwie, dass in Chris' Hosentaschen eine Mom wäre in einem Käfig. Ja, wir sind gefangen, also. Hey! Hast du uns auf der Achterbahn gesehen? Ja, das war geil! Meine erste Achterbahnfahrt! Ich mag es, zu sterben oder so.
Hey, kannst du uns befreien? Ah ja, Sekunde. Du kannst euch... Ihr könnt euch immer auf mich verlassen. Ich hab keine Idee, wie man das benutzt. Hui, neues Item. Eine Schaufel. Ja, nehmen wir 900. Hey, es hat funktioniert. Was? Was? Wieso hat das funktioniert? Ey, lass uns gehen, blaue Person, deren Namen ich kenne. Was zum Fick? Videogame Piano Tutorial. Ah, Chris, interesting. Zwei Tutorials, die Piano spielen. Selber Suchverlauf. Ich hab nicht nur einen Suchverlauf, oder? Nee, College. Summer Vacation, College when? Da, ich krieg sogar das Buch. How to use the magic. Ah. Es ist Wackelpudding mit Messern. Warum? Und ein Haufen Badebomben. Jawohl. Chris, the fuck? Willst du einen Kopf reintun? Okay, interesting. Oh, bist ja auch schon draußen. Chris, hey! Mann, Lancer, du bist der beste Junge! Los, Noel und Ralph, stay so warm warten. Ja! Was auch immer das bedeutet. Okay. Hey, Lancer, alles klar bei dir? Ich bin nur sehr tot. Was? Was zum Fick? Hey, alles okay, Junge? Lass mich heilen. Danke, aber... Verdammt, das ist nicht stark genug. Schnell, Chris, lass uns Ralsei finden. Warte, ihr wollt doch nicht ohne mich gehen, oder? Doch. Aber, Noel, sie muss... Ich muss ihr helfen, und wenn ich's nicht kann... Meinetwegen, halt die Fresse und komm mit. Ich komm auch gleich nach. Oh ja, mein zweiter personalisierter Raum für den Tag, true. So, letztes Gebiet, schätze ich mal. Burgly. Aha. Catty's Room. What the fuck? Das hab ich gar keine Ahnung. Es ist wunderschön. Und das ist... Was? Sieht aus wie ein Puzzle. Chris. Entspannt euch, Leute. Ich werde mir eine Lösung ausdenken. Chris, ignorier him. Him, Digga, ich kann übersetzen. Ich warte da drüben. Ich werde da hinten sein. Weg von deiner IQ-senkenden Aura. Ich glaube, ich habe das Rätsel verstanden. Ah, man kann es auch rotieren. Ja, ein Lichträtsel halt einfach. Ja, das erste war mit Abstand das schwierigste. Hui. Ja, wir haben's. Was? Hey, warte eine Sekunde. Wie hast du das ohne mich gelöst? Chris hat's vor dir erlöst. Bist du neidisch? Also ich wusste die Antwort. Ich wollte nur sehen, wie Chris es versucht.
Susan, Digga. Einfach Dramatik. Dann mach das nächste. Okay, guck mir zu. Außerdem heiße ich nicht Susan. Ja, true. Wie einfach, gib mir ein schwereres. Zum Beispiel so ein 4x4, so ein Zauberwürfel. Gib uns die Lösung. Also ja, ihr seht, also zuerst, ihr müsst die Schatten mit den Linien auf dem Flur verbinden. Ja, was bewegen wir zuerst? Chris, mach du das. Gib mir einen Moment. Es ist nicht so, als könnte Chris es lösen. Wahrscheinlich schon. Ich bin zwar scheiße in sowas, aber gib mir einen Moment und ich löse den Scheiß. Das kann man nur quersetzen. Ich gehe einfach mal auf sowas. Das überschneidet sich. Okay, irgendwie. Ah, doch, doch, so passt das. So passt das und ich bin sehr optimistisch, dass die letzten zwei Dinger den Rest ausfüllen können. Das war der falsche Button. Warum sieht das nur so aus, als würde das letzte da jetzt perfekt reinpassen? Ne, Birdly? Interesting, meinst du nicht? Ups, sieht aus, als ob's Chris geschafft hätte. Hä, warte. Wartet nur eine Sekunde, ihr könnt nicht. Du hattest nur Glück. Trial and Error. Jeder könnte das machen. Außer, dass die Höhlenmenschen ausgestorben sind, weil sie es so gemacht haben, weil sie dumm sind. Ich löse das nächste, also bleibt hier, bis ich fertig bin. Als ob wir so lange warten. She's not wrong. Was macht ihr? Das hier ist meins. Es wird in einer Sekunde rum sein, also warum? Wartet ihr nicht irgendwie? Ja, ihr seid dumm. Anspielung. Ich muss nur rausfinden, warum die Formen nicht zusammengehen. Oh, hey, du musst nur das ganze Ding füllen, oder? Was, wenn ihr ich einfach nur in die Ränder klatscht? Was? Chris, versuchst es. Okay, das ist eine gute Idee. Dass ich einfach das Ding ausfülle und dann dieses fette blaue Ding einfach nur in die Mitte klatsch. Das sieht irgendwie aus, als steht es ein bisschen über, aber ich mach's so. Na, bei den Dingern braucht man auch schon. Da bleibt jetzt noch ein kleines Feld übrig. Und da kann ich das Ding reinsetzen. Susis Idee hat funktioniert, das kann nicht sein. Es ist ein Button-Glitch. Ihr cheatet genauso wie wenn du... Was? Wie schmeckt's, Idiot? Ich werde das für immer festhalten. Immer wenn du so übermenschlich getan hast. Weißt du was? Du bist es nicht. Sieh's ein, du bist auch nur bekloppt. Der hat jetzt eine Existenzkrise. Okay. Ich geb's zu, ich bin nicht so schlau, ich war's nie. So, bist jetzt glücklich, ich wollte nur... Dramatische Backstory. Guck mal, es ist Twitter. Ich war nur ein kleiner, vergesslicher Blauvogel. Niemand hat sich eben überhaupt an meinen Namen erinnert. Dann, irgendwann... kam Noel und... Ich hab gelernt, wenn es dann nur noch wir beide waren. Wurde sie nervös und konnte nicht sprechen bei einem, Buchstabier-Contest.
Sie hat verloren. Und ich hab gewonnen. Da hab ich's gefühlt. Die Überlegenheit. Den Ruhm. Die süchtig machende Kraft, schlau zu sein. Seitdem, Jahr um Jahr, bin ich Nummer 1 in der Klasse gewesen, aber... Nur weil Noelle mir hilft zu lernen. Sie ist deutlich schlauer eigentlich, aber jeder erwartet von mir so viel. Was mache ich, wenn ich irgendwo ohne sie bin? Das ist, warum ich eine neue Welt machen wollte für uns. Eine Welt, in der wir immer Nummer 1 und 2 sein werden. Ah, yes. Aber... Ich war da so drin versessen, dass ich bei Queen verraten wurde und jetzt muss Noelle deswegen leiden. Vielleicht wollte ich einfach nur überlegen sein. Vielleicht bin ich nur ein Idiot. Heul nicht, Chicken Nugget Man. Alle von uns sind Idioten. Hä? Ich meine, ich weiß nicht bei jedem anderen, aber ob du jetzt schlau bist oder nicht, es ist uns doch scheißegal. Verkack so oft, wie du willst, mal im Ernst. Es ist nicht, als ob unsere Meinung von dir noch schlechter werden. True. Susi, du... Du willst mich akzeptieren, selbst wenn ich dumm bin? Eigentlich nicht mal, wenn du schlau bist, aber ja? Es ist wie, wenn deine Schwester in Dragon Blazer 2 verflucht wird. Selbst wenn sie, selbst wenn ihre Werte sacken, sie ist immer noch in der Party. Ah, Metapher. War das eine echte Dragon Blazers 2 Referenz? Du bist ein Gamer? Vielleicht habe ich dich unterschätzt, aber keine Sorge, ich habe mich entschieden. Ich werde jetzt neu beginnen und kämpfen. Für die Ignoranz. Wir sagten nicht, dass du dumm sein musst. Manchmal ist es nur richtig, Fehler zu machen. Und ich werde Fehler machen, ja! Warum könnte Ralsa nicht hier sein und ihm eine Lehre beibringen? Das ist eine gute Frage. Ich würde aber sagen, an dieser Stelle endet diese Folge von Deltarune. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir noch mehr LSD-Trips in der Mansion haben. Wir sehen uns. Bis dann. Like und Abo dalassen. Tschö mit Ö.